Hallo zusammen, da bin ich wieder und diesmal mit dem neuen Format, wobei es auch wieder nur Skat ist, 18er Rangliste. Das bedeutet erstmal, ihr seht es hier vielleicht schon nicht maskiert, sondern nur so teilmaskiert. Die Nicknames sind schon zu erkennen und es handelt sich um 18 Spiele, anders als beim Rocket, nicht nur um 12. Also wir haben hier ein bisschen mehr Skat als sonst. Ja, warum wollte ich euch das mal zeigen? Warum kann ich euch das empfehlen? Bei dieser 18er Rangliste geht es darum, im gesamten Monat 30 Turniere zu spielen, also 30 mal 18 Spiele. Jeden Tag gibt es da drei Möglichkeiten. Die eine eben jetzt um 19:30 Uhr, dann noch, glaube ich, eine um 12 Uhr und eine um 23 Uhr. Und dieses Turnier kostet gar keinen Einsatz. Kein Tischgeld, kein Startgeld. Das Einzige, was hier den kleinen Anreiz ausmacht, ist das Abreizgeld. Also ein verlorenes Spiel kostet 50 Cent. Die ersten drei Spiele ist das so. Ich glaube, ab dem vierten Spiel wird es dann 1 Euro. Das muss man aber in 18 Spielen auch erstmal schaffen. Und dieses Geld, was da über die Verlustspiele oder eingesammelt wird, das wird am Ende in der Rangliste wieder ausgeschüttet an eben alle, die 30 Serien voll bekommen haben. Das können wir uns später noch im Detail angucken. Jetzt versuche ich doch gerade mal wieder hier ein bisschen in dieses Spiel reinzukommen. Sieht mir wie ein Fünftrümpfer aus. Jetzt zieht er aber doch noch mal Trumpf, hat sich also dann doch noch umentschieden, getraut, dass die Trümpfe 1-1 kommen. Ja, kommen sie auch, also Pik Ass dabei. Das blanke Herz Ass dabei. Gut, er wird noch neben dem einen Trumpf wird er noch einen blanken haben. Das ist ja wahrscheinlich. Der wird er jetzt entweder noch einen Kreuzblank haben. Und na, ich vermute mal, er hat das Kreuz Ass noch blank und Pik 10 Dame. Oder er steht eben in dem Drilling in Kreuz. Dann ist Ausspiel Kreuz jetzt gerade ungünstig gewesen. Ja, er hat tatsächlich das blanke Pik Ass abgezogen. Also das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Das war natürlich dann dusselig von mir hier gespielt, habe ich ihm den Schneider geschenkt. Ansonsten wären wir durchaus an die Kreuz 10 rangekommen. War an sich gar nicht so clever vorgetragen, weil er dadurch das Tempo verliert. Und wenn ich eben jetzt nicht gerade Kreuz treffe, die Pik 10, die Kreuz 10 verliert. Gut, wie auch immer, ich war hier auch noch durchs Erzählen ein bisschen abgelenkt. Ich will es jetzt hier auch gar nicht alles überanalysieren. Manchmal hast du beim Skat auch einfach ja, nicht das richtige Händchen oder das richtige Näschen. Und das Publikum hier ist natürlich auch so, dass ich es nicht unbedingt so gut kenne. Also René und Josh sagen mir erstmal beide nichts. Keine Ahnung, wie die so drauf sind. Das bekommen wir jetzt hier ein bisschen raus. Ich werde auf jeden Fall, das ist hier amtlich, weil es ja quasi um eine sehr lange Distanz geht, deutlich passiver spielen und reizend agieren als in dem Rocket. Denn Streichergebnisse gibt es hier nicht und deswegen lohnt es sich hier nicht so eine Welle zu machen, sondern man muss hier eben mehr auf die lange Sicht denken. Das ist auch ein weiterer Grund, warum ich euch das gerade mal zeigen wollte, dass es also noch andere Skat-Taktiken gibt als dieses unbedingte Getrommel. So, hier hätte ich von René natürlich lieber erstmal die Pik 10 gesehen. Gut, so haben wir sie jetzt zum Anbieten. Danach mache ich jetzt hier noch die beiden Stiche mit Karo 10 und dem Pik König. Und damit hat Josh dieses Spiel verloren und da muss er 50 Cent in die in die Rangliste tun oder in den Topf einwerfen. So, und was sagte ich gerade? Nicht mehr ganz so offensiv ran. Ja, für 20 hätte man es gern genommen, mit der Chance noch den Herz zu spielen. Aber da wird es dann schon zu dünn. Wahrscheinlich wäre es sogar noch schlauer gewesen, schon auf 20 zu passen. Und Josh, der hat offenbar nicht so Hemmung. Der geht hier also voll rein ins Eisen. 24 wieder geboten, aber René in Mittelhand sagt sich auch: Na und? Vorhand hält, Hinterhand reizt, ist mir doch egal. Ich habe ein schönes Spiel. Ja, und wie das aussieht, das wird er uns jetzt zeigen. Karo bei 24. Logischerweise verorte ich erstmal den Pik-Buben mindestens bei meinem Partner aufgrund der Reizung.
Ja, und da sieht es wohl so aus, als ob er nur die beiden mittleren Buben hat, also einen Sechstrümpfer. 13 Augen für uns. Tja, Herz Ass blank dabei. 25 Augen bei uns. Drei unbekannte Karten noch. 36. Ja, gut, das wird doch dann wohl in Pik sein. Unwahrscheinlich, dass er jetzt in allen drei Farben dabei was dabei hat. Also 57. Jetzt stechen wir hier noch schnell den Pik König raus. Sicher ist sicher. Rest schenken. Und auch René hat sein erstes Spiel auf der verkehrten Seite notiert. Das war dann in Mittelhand vielleicht auch ein bisschen ja, optimistisch daran zu gehen, gegen zwei Reizungen so ein schwaches Spiel ohne Dreien mit noch einem König zu dritt. So, jetzt haben wir hier drei Jungs. Wir haben ein Ass. Die Findung ist für die Mülltonne. Ja, können wir jetzt fast null draus basteln. Aber natürlich nicht wirklich. Das stärkste Spiel ist hier wohl immer noch das Farbspiel in Kreuz. Jetzt habe ich also genau wie René eben den Pik König zu dritt dabei. Meine Trümpfe sind natürlich einen Tick stärker. Wollen wir mal gucken, dass ich damit nicht auch so unter die Räder komme. 14, 34 und schnell ist es passiert. 49, also Pik steht 3 zu 1, das war wieder ungünstig. Jetzt bin ich schon dann verloren, wenn Trumpf 10 und Kreuz Bube auseinanderstehen. Und genau so ist es. Also, bei mir hatte ich wenigstens drei Buben in der Hand und ein Ass, bin für 18 rangekommen, konnte jetzt trotzdem gegen die Verteilung das Spiel nicht gewinnen. Ja, da sehen wir mal wieder, so geht's beim Skat. Kleine Treppe, alle haben schon ihr Beetspiel, alle sind im Minus. Na gut, Josh in der Abrechnung nicht. Insgesamt nicht, aber erstmal Spielpunkte schon. Mit anderen Worten, diese 50 Cent musste von uns jetzt jeder schon in die große Kasse reintun. Ja, und das ist übrigens auch sowas, wo ich sage, also ohne Verlustspielgeld, Skat, also das ist auch irgendwie langweilig, dann kann jeder reizen, was er will, dann wird das Spiel nicht seriös gespielt. Das ist, denke ich, das Mindeste, kenne ich von Anfang an, seit ich Skat spiele, so. Also 50 Cent für ein verlorenes Spiel, dann überlegt man sich im Zweifel mal, welche Kirschen man reizt und wie hoch. So, der 0. Karo 9, jawohl. Dachte ich erst, dass sie blank ist, wäre ja üblich, aber dann wird jetzt hier noch nicht die 7 kommen. Deswegen wechsle ich jetzt mal sofort auf meine blanke Farbe. Oh, und da haben wir eine 7er-Länge. Ja, dann hat er vermutlich kein Herz, das wäre ungewöhnlich. 7 Kreuz, ein Karo, hat er 2 Pik. Können wir an sich auch nur schlagen, wenn da nicht die 8 dabei ist oder wenn es sowas wie 8 Dame ist. Dass er jetzt noch ein Karo hat oder ein hohen Herz. Ne, versuchen wir es auf Pik. Die 8 ist da. Ja, dann hat er jetzt noch eine unbekannte Karte und wird mich eher wundern, wenn wir es schaffen. Ja, Herz wird es wohl eher nicht sein. Es ist tatsächlich die Pik 10. Ging also nicht, denn ich habe noch den Pik Buben. Dann können wir jetzt aufgeben. Für Passe, Passe. Na, da nehme ich ihn natürlich gerne in Vorhand. Da muss doch mal was liegen. Tatsächlich. Ein Bube und eine Kreuz-Lusche. Gut, 7 Augen runter und Kreuz machen wir zu Trumpf. Könnt natürlich auch theoretisch den Herzkönig mitdrücken, aber aus dem Drilling zwei in der Hand zu halten, macht man immer sehr ungern, denn schnell passieren da Unglücke, wenn der 3 zu 1 verteilt ist. Also in dem Fall jetzt wird Josh wohl noch Pik haben. Und zum anderen mit dem Herzkönig komme ich ja hier auch ganz gut erstmal zum Schnippeln. Also das hat sich in dieser Richtung schon rentiert. Da kommt jetzt die Pik 10. Da wird dann wohl noch ein Überstich draußen sein. Ja, könnte ich ihn zwar mit dem Pik Buben hoch festhalten, dann gibt es aber noch eine Schmierung auf den Herzbuben. Oder war der Herzbube schon weg? Habe ich mich da vertan? Ja, tatsächlich, im ersten Stich schon wieder. Bin ich hier schon wieder am Träumen, weil ich hier erzähle. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht im entscheidenden Moment mal die Konzentration verliere. So habe ich hier jedenfalls mal ein Schneiderspiel und setze mich an die Spitze. Und jetzt würde ich sagen,
kommt hier ein lupenreiner Grand Hand hinzu, der sollte mich noch weiter nach vorne katapultieren. Nur zwei Stiche in der Abgabe, wenn nichts Unerwartetes passiert. Und dass es hier zu einem Überstich kommt oder zu einem Abstich, ist doch sehr unwahrscheinlich. Also mit Chance vielleicht sogar Schneider, wenn es sehr, sehr glücklich läuft oder wenn Herz Ass im Skat liegt. Schauen wir mal. René hat es auch die Sprache verschlagen. Grand Hand, da sitzt er natürlich jetzt und weiß nicht, was er machen soll. Und er entscheidet sich für Pik Dame. 14 Augen ist natürlich schade, denn 11 Augen hätte ich lieber gesehen. Denn dann wäre die Schneiderchance noch vorhanden, selbst wenn Herz, Ass und Dame auseinander liegen, denn den König muss ich ja anbieten. So, der vierte Bube liegt, der ist ja noch schöner. Okay, Herz, Dame ist weg, damit wird es nur dann Schneider, wenn jetzt hier nicht gewimmelt wird. Oder wenn Herz, Ass auch noch liegt. Das gibt's doch nicht. Herz, Ass und Pik Bube, also ist ja sensationell. Damit habe ich jetzt natürlich Rest und das Ding mit Vierenhand Schneider. Ja, das Spiel habe ich jetzt nicht so bestellt. Das ist mir wirklich so zugeflogen. Ein 168er. Das ist doch eine von der Kategorie, den man relativ selten bekommt. Da muss man manchmal schon 20, 30 Listen warten, bis mal wieder so ein Luxusspiel vorbeischaut. Ja, umso schöner, umso lieber nimmt man es dann, wenn einen der Skatgott so beschenkt. Was haben wir hier? Vier Trümpfe dagegen. Reizung von meinem Partner. Da bin ich dann nicht ängstlich. 14 Augen schon mal eingesackt. Mal gucken, ob ich noch einen Trumpfstich mache. Ja, jetzt auf jeden Fall, weil das Trumpf Ass rausgestochen wird. Das überrascht mich ein bisschen. Dann hat wahrscheinlich mein Partner sogar noch einen Buben. Oder Josh hat Mist gebaut. Nein, mein Partner hatte noch einen Buben und damit habe ich jetzt Trumpfabzug erstmal. Leider haut René hier etwas vorschnell jetzt das Herz Ass rein, muss man sagen. Ich habe ja den Abzug und hätte danach schön mit Herz 10 rüberspielen können, wenn er mitbekommt, dass ich hier alle Trümpfe abziehe. Das hat er aber nicht und deswegen ja, wimmelt er auch jetzt nicht, weil er es nicht glaubt oder Trumpf nicht im Überblick hat. Und jetzt hänge ich da. Ja, und wahrscheinlich wird Josh deswegen das Spiel noch gewinnen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen ratlos, was wohl hier die richtige Farbe ist. Ah, Karo war es nicht. Da habe ich jetzt die 10 kaputt gespielt. Und in Pik war alles beim Alleinspieler. Der gewinnt jetzt mit 67. Ja, da hat René schön gepennt. Na gut, sei es drum. Glück für Josh. Wir wollen es ja hier auch, wie gesagt, nicht ganz so verbissen sehen. Ja, 22 ist natürlich auf jeden Fall möglich. Die Frage ist jetzt, ob ich das Ding auf Hand reize. Und das würde ich schon gerne, das mache ich schon. 23 und dann gepasst von René. Wundert mich ein bisschen. Also ganz ernst kann ich diese 23 natürlich nicht nehmen, wo ich selber in Pik und in Kreuz 7, 8 und 7, 9 habe. Also dass das wirklich ein 0 war, nehme ich ihm nicht so ganz ab. Dann war es vielleicht eher eine Pik-Hebe. Und das ist aber dann fürs Handspiel vielleicht auch nicht so schlimm. Dann steht er vielleicht nur auf 2, 3 Trümpfen mit den Buben. Und deswegen bin ich fürs Pik-Handspiel jetzt gar nicht mal so pessimistisch. Der war doch sicher nicht blank. Der war doch blank. Der war doch blank und entweder er kommt hier jetzt schon nicht mehr über die 10 rüber oder er möchte sich lieber Kreuz entsorgen, was bei 14 Augen dann auch nicht unbedingt eine gute Nachricht wäre. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, ich denke mal Karo 10 ist drin im Skat. Das ist ja schon mal eine gute Geschichte für mich. Ja, stechen wir. Gut, zwei Trumpf fehlen noch. Karo Bube, den dürfte René nicht haben. Und Pik 9. Also, ja, wenn Josh jetzt kein Kreuz hat und noch den letzten Trumpf, dann fliegt mir hier das Ass um die Ohren. Und das Spiel auch hat er, aber er hat den Kreuz. Er hat wahrscheinlich noch ein Karo.
Gut, ich denke, ich ziehe jetzt besser noch mal das Herz Ass. Sehr viele davon dürfte Josh nicht auch noch haben. Kreuz 10 im Stock, Karo 10 dafür wieder nicht. Aber ich gewinne mit 62. Also das war ja so ein Spiel, wie der manchmal macht, ist ja gar nicht so viel Sinn, sich zu viele Gedanken zu machen beim Handspiel, was wohl drin liegt, was sein könnte. Es war jetzt natürlich sehr glücklich, dass Josh, der gar nicht gereizt hatte, die Buben hatte und nicht René noch überstechen konnte. Ein Voller musste nun wenigstens drin liegen und meine Asse liefen jeweils mit den Königen. Wunderbar. Und dann sind wir jetzt im 10. Spiel. Die beiden Alten, zwei Asse dabei und die Findung wieder Dreck allerersten Güte gegen eine 20er Reizung. Das war natürlich so, dass einem jetzt schon wieder unwohl wird. Ist die Frage, Karo 10 im Blatt halten oder nicht? Richtig, Kontrolle haben wir nicht. Manchmal kommt Karo auch auf. So haben wir eine Baustelle mehr. Trotzdem sagt mir mein Gefühl, dass ich diesmal die Karo 10 besser runter tue. Ob das jetzt richtig ist, das wird der Spielverlauf zeigen. Das kann man häufig so genau gar nicht vorher beurteilen. Jetzt kommt Pik raus. Damit bin ich erstmal ganz glücklich, dass ich schon 13 im Keller habe, damit 27. Und mit diesen Trümpfen ziehe ich dann wohl auch mal von oben und hoffe, dass da ein Trumpf voller fällt. 33. Bitte nicht gegen 5, doch gegen 5. Und damit bin ich natürlich spätestens geplatzt, wo ich jetzt den Kreuzbuben gezogen habe. 37 Augen liegen, Josh hat noch drei fette Trumpfstiche und ich habe keine Chance, an einen vollen ranzukommen in Trumpf. Wie soll das jetzt funktionieren? Es kann gar nicht funktionieren. Gut, Herz Ass abzuziehen bringt mir auch nichts. Spielen wir erstmal Karo raus, hoffen wir, dass wir gleich nochmal René vielleicht ans Spiel bringen können. Ja, wenn Josh gut ist, dann zieht er jetzt erstmal die Trümpfe ab. Das tut er auch. Das ist natürlich auch jetzt keine ganz große Kunst, das abzuzählen, dass die alle hoch sind. So, inzwischen ist die Karo 9 sogar hochgespielt. Und es ist sogar die Herz 10 noch drin, aber ich habe ja jetzt erst 44. Also das nützt mir alles nichts. Den Zwischenzug muss ich noch machen. Und Herz 10 bekomme ich sogar noch, aber auch das. Oh, irgendwo habe ich wieder ein Bild laufen lassen. Gewinne ich plötzlich das Spiel hier mit 61. Ja, großartig. Unverhofft kommt oft. Schön, hätte ich nicht mit gerechnet. Wäre wohl besser gewesen, wenn Josh mir entweder alle Trümpfe abgezogen hätte oder gar keine. Und René hat den gleichen Fehler gemacht wie eben auch. Wo der Partner die Trümpfe abzieht, sollte man natürlich die Stehkarten behalten und die schwachen Karten abschmeißen. Also Karo Ass behalten, Pik 10 behalten, stattdessen die kleinen Herzen abschmeißen, dann hätte ich leicht gar keinen Stich mehr gemacht. Aber gut. So, das ist natürlich ärgerlich, dass da mein Herz Ass erstmal weggeht. Hat mein Partner offenbar aus einer langen Farbe gespielt. Auf den langen Weg auch nicht unbedingt was, womit man rechnet. Sieht aber auch irgendwie nach einem 7-Trümpfe aus. Erst der Kreuz Bube rauf, jetzt die Lusche. Dann hat René sowieso nur drei unbekannte Karten. Ja, ich glaube nicht, dass wir gewinnen können. Am ehesten vielleicht noch, wenn er was in Karo Klein dabei hat und das Karo Ass nicht. Und dann vielleicht noch zwei Piken, war aber nicht der Fall. Ja, Karo Ass zu dritt sogar dabei, also Ass König Lusche auch kein Stück Pik. Dann war das auch ganz egal, wie ich weiterspiele. Klar hätten wir noch die Karo 10 machen können, 13 Augen mehr mit der Dame, aber auch damit wären wir Schneider gewesen. Also das finde ich in Ordnung, hier voll auf Sieg zu spielen. Ja, aha. Wer ist in der Stimmung für ein 0? Ich sag mal so, 18 halte ich nochmal, aber bei 20 bin ich raus. Das ist noch so der kleine verdeckte Hebel mit dem blanken Karo, dass wir nicht unbedingt ein einfaches Karo-Spiel sehen wollen. Aber mit zwei Karten, die ich beim 0 finden muss, ist das natürlich auch nicht schön. So, und gegen den Grang hoffen wir mal, dass Kreuz Ass und 10 bei Josh sind und mein Partner vielleicht einen Buben abbekommen hat, dass er hier gleich was stechen kann, aber das sitzt andersrum. Josh sticht 15 Augen in Kreuz. Gut, das heißt, immerhin habe ich meinem Partner da nichts kaputt gespielt. Und jetzt kommt ja plötzlich die Fantasie ins Spiel. Was ist denn, wenn René jetzt noch einen Buben hat? Nee, hat er aber nicht. Dann hätte er nämlich stechen können, spielt Karo rüber und ich habe Rest mit Kreuz, ist aber nicht der Fall.
Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, da war ich jetzt abgelenkt, war aber auch wiederum nicht wichtig, gibt sowieso nur den einen Stich. Hat uns Joshi also ein bisschen auf die Folter gespannt und hat einen schönen 96er Spiel sich reingezogen. Zwei Buben, zwei Asse. Und im Skat noch wunderbar zwei Piken drin zur langen Farbe. Damit ist es natürlich ein sehr schöner Pik. In Vorhand ein Grand, keine Frage. In Hinterhand kann man ihn machen. Im Rocket müsste man ihn vielleicht sogar machen, aber in der 18er Rangliste wird ich dieses Risiko nicht eingehen. Da wird auf lange Distanz gespielt, also ein bisschen mehr auf Sicherheit geachtet. Der Pik ist so gut wie unverlierbar. So, 16 Augen haben sie. Na gut, werden wir hier noch mal einen los. 20 Augen, 2 Trumpf fehlen noch. Dann gucken wir mal. Klar kann ich von oben ziehen, wenn die 1-1 stehen, gibt es ja aber sowieso nur noch diesen einen Stich. Ich spiele mal von unten. Vielleicht hätte da der René, wenn er die 8 und den Buben hat, nur die 8 gelegt und durch das Einsparen von 2 Augen wäre der Schneider noch möglich gewesen. Das war die Idee bei diesem Unterzug, war aber alles egal, stand sowieso verteilt, also Pik Schneider und damit bin ich auf 5,38. In dem Moment, wo man hier so über 500 hat, liegt man eigentlich ganz gut im Rennen auf 18 Spiele. Wenn man dauerhaft in der Rangliste ganz vorne sein will, muss man wahrscheinlich so einen Schnitt von knapp 600 spielen, 550 bis 600 irgendwo. Das gelingt aber natürlich nicht jedes Mal. Da muss die Karte schon sehr gut gehen, so wie hier bei mir in dieser Liste. Da bin ich jetzt bei diesem Spiel natürlich auch optimistisch, wo ich es bei 18 bekommen habe. So, gleich den vollen verhaftet, 25. Buben gehen auch. Zwei gleich rüber, sehr schön. 36. Na, ziehen wir noch mal einmal Trumpf auf 40. Gut, stehen jetzt wahrscheinlich beide Trümpfe dagegen, aber deswegen habe ich eben den König gezogen, sodass ich jetzt sicher mit Kreuz 10 und Herz Ass zu Hause bin. 54 und 65. Jetzt Herz noch raus, dann sollte meine Karo 10 sogar auch noch ihren Stich machen. Ja, kann ich sogar jetzt noch ein bisschen rumchinschen, aber was Volles ist da nicht. Also mehr bekomme ich. Ach komm, lassen wir es drauf ankommen. Ich hole mir noch den extra Stich mit der Trumpf 10 gegen die Trumpf Dame. Gucken, habe ich nur 6 bekommen. Sonst wären es 7 gewesen. Also verschlechtert um ein Auge, war aber nicht entscheidend. Drei Asse, eine 10. Habe ich in Vorhand lange nicht gesehen. Und für Passe, Passe. Ich wollte gerade sagen, also wenn da eine 18 piepst, wäre ich wahrscheinlich sofort ausgestiegen. Aber jetzt kann ich natürlich nicht an mich halten. Und Karo 10 gefunden. Aber eigentlich nicht gut die Findung. Karo 10 Lusche. Karo Ass wäre mir lieber gewesen. Dann hätte man den Grang machen können. So können wir den Grang eigentlich nicht machen, denn mit nur 3 Stichen, 20 im Keller und die 3 Asse sind nur 53. Ein Pflichtbild sehe ich gar keins. Jetzt haben wir also plötzlich wieder ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Wir drücken ihn mal so und hoffen, dass im zweiten Stich Pik an Bord kommt, sodass ich dann im vierten Stich die Karo 10 auf dem zweiten Pik verstechen kann. Das ist hier vermutlich die beste Idee. Das ist aber nicht der Fall, ärgerlicherweise. Jetzt habe ich die 10 allerdings im Keller, da ist der König ja schon mal einiges wert. Also 25, gut, ziehen wir hinterher, Pik Ass blank ab, ein bisschen durchsichtig das Manöver, aber man weiß ja nie, wo das verfängt. Und dann Herz raus. Das war natürlich nicht so geplant. Hätte ich gedacht, dass René kein Herz mehr hat und sich jetzt entscheiden muss. So stehe ich jetzt gleich bei 42. Gut, dann spielen wir treu, doof, Trumpf und hoffen, dass wir trotz alledem nochmal Pik stechen dürfen oder an die Kreuz 10 rankommen. Da kommt Pik, er spielt Pik. Das ist gut, aber das ist schlecht. Er sticht mit dem Buben. Ah, alles bricht zusammen. Ich glaube, das Spiel werde ich nicht gewinnen. Jetzt kommt natürlich Kreuz. Was soll er anderes spielen?
Gut, muss ich schnippeln und dann hoffen, dass ich ihm die Kreuz 10 bekomme. Die sitzt da und das ist, glaube ich, der Blattschuss. Wenn er jetzt hoch vorsticht, dann ist finito. Wenn er jetzt klein Kreuz abwirft, kann ich noch meinen Trumpf 10. Ja, er wirft Kreuz ab, damit kriege ich meine Trumpf 10 noch hau heim. Wenn ich mich jetzt nicht ganz grob vertan habe, dann langt mir das jetzt gerade noch wieder. 66, also das war ja wieder ein wunderschönes Zitterspiel mit allen Höhen und Tiefen. Ja, ging aber. Erfreulich, erfreulich. Darauf gönne ich mir doch erstmal einen Schluck. So, was ist hier los? Josh bietet 18. Was ist mit René? René ist noch ein bisschen sprachlos nach dem Spiel. Ja, kann ich verstehen. Jetzt lasse ich auch gerne das nächste Blatt erstmal ziehen und freue mich über meinen unverhofft und unerwartet guten Zwischenstand über 700. Das ist aller Ehren wert. Das hätte auch schnell anders ausgehen können. Und das vor allen Dingen, wo ich noch eins der besseren Spiele, das mit den drei Buben und dem Ass am Anfang gleich verloren habe. Ja, so geht es hin und her. Ja, das ist natürlich auch ein ungewöhnlicher Aufschlag. Wahrscheinlich die blanke 10, wo der Spieler in Mittelhand sitzt, hätte ich vielleicht nicht unbedingt die kurze Farbe gelegt. Spieler offenbar an der Beikarte Kreuz Ass 9, 8, 7, also schön, ich habe den König hoch, aber das ist natürlich nicht besonders aufmunternd, dieser erste Stich, denn das wird uns vermutlich nicht zum Sieg genügen. Erstens wird der Spieler dann in der Beikarte wenig andere Farben haben. Huch, jetzt kommt er hier mit Herz im dritten Stich. Was ist denn das hier schon wieder für ein Vortrag? Also erstens, falls er vier Kreuz hat, dann hat er doch nur fünf Trumpf, sonst hätte er gar nicht noch eine Fehl. Aber wieso packt er die Fehl aus? Also ich überprüfe erstmal, ob die Kreuz 10 blank war. Ja, sie war blank und René haut da die Herz-Lusche rein statt das Karo Ass. Fällt mir nicht so viel zu ein. Was sollte denn jetzt die Herz-Lusche? Ich habe doch eben das Ass schon rausgenommen. Also das war ja nun wirklich torfpaddelig. Jetzt fängt er mit Trumpf auch noch selber an. Schön. Schön, schön, schön. Kriege ich meine Herz 10 heim. Aber wo ist jetzt das Karo Ass? Das wird wohl jetzt nicht mehr heimgehen. Jetzt hat er sich das Trumpf Ass noch verbrannt. Also, okay. Ich sag mal so, René, bei dir, sage ich mal, sehe ich noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Aber was haben wir denn hier? Vier Asse, zwei Zehner und Kreuz Bube. Noch schöner wäre nur Vorhand, aber diesen Ganghand, den spiele ich, glaube ich, auch in Mittelhand. Da lasse ich mich nicht bange machen. Sollte ich vielleicht aber. 20er Reizung von Hinterhand. Der kann ja eigentlich nur lang Herz und drei Buben haben. Oder hat der nur mal so gehustet? Ich lasse mich nicht bange machen. Ich spiele den Ganghand. Wer weiß, nachher finde ich noch schlecht und weiß dann gar nicht, was ich drücken soll. Herz kommt raus, immerhin nehme ich das Bild schon mal mit, das ist doch schon mal gut. Und dann wollen wir mal gucken, ob René wirklich drei Buben hat oder ob er vielleicht nur zwei Jungs hat. Na siehst du, er hat nur zwei Jungs, dann darf er gerne noch ein bisschen Herzen haben. 15, 30, 36, ja, dann ziehen wir auch noch mal das Pik Ass, vielleicht kriegen wir da auch noch ein Bild. 36, 50 und dann 50. Wie viel Herzen kann er haben? Nicht genug. Na, ich ziehe mal Kreuz Ass, dann weiß ich Bescheid. Entweder ich bin schon zu Hause. 64. Gut, den letzten Buben wird René wohl noch haben. Und damit bin ich jetzt natürlich aus der Geschichte raus. Hätte ich das Kreuz Ass nicht gezogen, hätte ich auch keinen Extrastich gemacht. Also, soweit so schön. Ein 72er bringt mich auf 850 Punkte. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Letztes Spiel, letzte Chance, das ist nichts, aber trotzdem ein sehr schönes Ergebnis und ich denke, eine abwechslungsreiche Liste.
Ja, während jetzt das letzte Spiel hier von Josh wieder vorgetragen wird, kann ich nur meinen Appell erneuern oder nochmal in den Raum stellen. Ein sehr schönes Format, würde mich freuen, wenn ihr diese 18er-Rangliste mal ausprobiert, wenn ihr da nicht nur in der Zuschauerrolle seid, sondern auch mal mitspielt. Wie gesagt, das kostet nur ein Apfel und ein Ei, 50 Cent für jedes verlorene Spiel. In der Preisstaffelung gibt es, glaube ich, maximal 50 für den ersten, also das ist auch gedeckelt. Da passiert gar nicht so viel, damit hier nicht die ganzen Skat-Haie an den Tisch kommen. Ich bin zwar jetzt hier selber auch vorstellig geworden, werde aber vermutlich nicht an der Preisverteilung teilnehmen. Wahrscheinlich schaffe ich die 30 Pflichtserien dann doch nicht. Das Video habe ich mir jetzt vorgenommen, immer am Dienstag zu machen, 19.30 Uhr, wo sonst das Rocket lief. Da habt ihr also dann auf jeden Fall auch die Chance, mich hier am Tisch zu haben. Aber vielleicht spiele ich ansonsten auch ein paar Mal die Rangliste mit. Also, das ist ein schönes Turnier, ein wunderbares Turnier zum Einstieg in eure Skat-Turnierkarriere und um mal zu überprüfen, wie gut ihr schon im Rennen seid. Schafft ihr das hier, einen 500er Schnitt zu spielen über 30 Serien, dann seid ihr schon sehr gut im Geschäft. Wer noch nicht dahin kommt, der kann sich gerne weiter in meinen Videos schlau machen, hoffe ich, die eine oder andere Idee abschauen. Und damit soll es das fürs erste 18er-Video, Ranglisten-Video gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, good blood und bis bald.